Alle Tangos erledigt. Bereich sicher. Hier Bowman. That was sieht easy. So aus, als hätten sie die Kacke in Okoro zum Dampfen gebracht. Yep. El Sueño weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Wildlands. Mit dabei wieder der Wenzel. Einen wunderschönen. Und der Happy. Moin moin. Und eine Kiste, die zu öffnen gilt. Aha. Mal gucken, was wir für ein Loot kriegen. Das kann doch nicht sein, dass hier Wenzel ein Mega-Loot rauskriegt und wir gar nichts mehr. Kann doch nicht. Na, sieh einer mal, ich hab PP19 Executor. Interessant. Das könnten wir uns mal anschauen. Und irgendwelche Sneakers und irgendein komische Tattoo-Gesichtsbemalung, die keiner braucht. So, wo ist die P? Da. Ist da ein Verhüterli drauf? Oh, ja. Ist er. Mit Granatwerfer. Ich glaube, die testen wir erstmal aus in dieser Folge heute. Setze Drohne ab. Doch nicht. Ist doch kein Granatwerfer dran. Aber trotzdem benutzen wir den Executor mal. Wow, sind hier keine Leute? Einen sehe ich. Aber sieht wie ausgestorben aus. Ja, wir kommen von hinten rein. Schön von hinten. Ich nehme die Drohne. Na, theoretisch. Würde mir das auch denn zum Schluss mitnehmen. Ach, da sind ja ein paar mehr. Das ist eine Waffenkiste. Ja, da müssen wir nicht mal hin, da vorne, glaube ich. Ja, aber wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, kann man die ja mitnehmen. Liegt ja Leute, fast, die da rumstehen? Sind ja fast bei uns auf dem Weg. Hab die Ladung angebracht. Hä? Yeah. Die Tür geht schon mal nicht auf. Mhm. Die sieht genauso aus wie alle anderen, die wir immer aufsprengen. Ja. Au, tot. Da sind 1, 2, 3 viele. Ich muss sagen, dieser Executor ist Mist. Der verzieht ja sowas von krass gerade. Ich glaube, ich wechsle wieder um auf meine Event-Waffe, die ich damals bekommen habe. Nun ja, auf jeden Fall geht die Tür nicht aufzusprengen. Mhm. Toll. Ach, da ist sie ja. P416. Mein Liebling. Also merken, da sind doch ganz viele Gegner. Oh, guck mal da, ein lila Traktor. Nee, blau. Drohne ab.
Wissen die Rebellen, wo Sicarios sind? Ah, im Gebüsch versteckt sie, glaube ich. Oh, Schlachthaus. Schlachthaus? Hier hängen auch noch Schweineschenkel. Ich sehe einen Generator. Bacon. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und da sind auch wieder Papiere, die man nehmen kann. Tango ist tot. Ich guck mal nach den Karten. Kann man hier irgendwo rein? Ah, hier ist der Eingang. Dann nehme ich mal den Haupteingang. Hauptgang ist sicher. Wo denn? Klar. Der Alarm ist aus. Und wo denn? Er sieht mich doch fast gar nicht. Kann er mich denn von da sehen, bitte? Haha, durchgeschossen. Läuft. So, mal gucken, ob ich dich wiederbeleben kann. Da sind ganz schön viele. Pass auf. Scheiße, das wird morgen früh wehtun. Ich höre nur Bomb, 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 Bomb. Oh, hier sind so viele, ey. So viele kann ich gar nicht töten. Da muss ich schon wieder nachladen. Hä? Aha, der ist schon weg. Kein Problem. Oh Gott, da kommt ein Auto. Ich bin tot. Auto ist da. Idioten. Voll Kanada ins andere Auto reingefahren sind die. Ich glaube, die sind alle tot. Ja, sehr gut. Oha, eine Minigun. Oh Gott. Und Unidad. Ich gehe mal wieder ins Gebäude. Das war knapp. Schnell ins Gebäude rein. Unidad kommt. Ich weiß, wo ein vom Kartell lahmgelegter Rebellensender steht. Machen wir ihn flott. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Schalten wir sie ab. So, Dokumente und Treibstoff. Genau das brauche ich. Vorsicht, da kommen noch ein paar Autos. Ich benutze hier erstmal was. Gut, wir sind drin. Zack. Zuerst in den Kontrollraum. So, ich bin drin. Kokainvorrat gefunden. Kokain. Ach so, jetzt sind alle Türen offen. Okay. Ich halte die denn so lange mal in Schach da hinten. So, was müssen wir hier machen? Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Achso, Schwede, der Laden ist ja riesig. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus zu einer Koksfabrik umgebaut. Ja, aber ich dachte, das wäre typischer Kartellscheiß. Moment. Bin tot. Scheiße nochmal. Zurück an die Arbeit. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus zu einer Koksfabrik umgebaut. Ja, aber ich dachte, das wäre typischer Kartellscheiß. Das hier ist eine Hausnummer. Wartet.
Hast du da eine Leuchtdings? Nee, hast du nicht. Blendgranate wäre gut. Gut, alles tot. Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Da ist ein Vorrat. Das da? Granate fliegt. Nehmt das. Nee. Ach so, haben wir schon. Du sag's doch. Mann, Mann, Mann. Hast du dir die Papiere schon geholt da hinten? Mhm. Welche Papiere? Nö. Ja, da sind Papiere. Direkt ja, vor mir. Weil du dich wieder von den Papieren entfernst, nicht, dass du sie vergisst. Schloss erledigt. Auf geht's. Generator aus. Granate! Granate, aufpassen! Da kommt ein Auto. Hab einen Kokainvorrat gesichtet. Vorrat zerstört. Nur weiter so. So, erledigt. Ziemlicher Haufen Pulver, den wir da gerade verdorben haben. Da wird jemand sauer sein. Das setzt El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Noch schnell die Dokumente. Nomad, hier ist Bagatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario. Ah, das ist doch ein Fetter. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität... Bin tot. Ja, ich wollte auch nur die Seite wechseln. So. Ja. Ja. Weiß ich, dass da noch welche sind? Warum würde ich denn der Tod darum liegen? Naja, einer war da vorne, den habe ich platt gefahren. Ich dachte, der war das. Oh, mal schauen, wo wir sind. Vielleicht können wir noch den Fertigkeitspunkt holen, da in der Nähe. Stimmt, ist ja fast um die Ecke. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt haben. Klingt gut soweit. Um das wettzumachen, hat El Emissario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Dreckskerl. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Hm. Na toll. Bist du da, Kumpa? Nomad hier. Ich höre. Over. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Granate, sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. So eine Scheiße. Ein MG. Da schießt irgendwas, ja. Tot. Schon wieder wahr sein hier. Wow. Vorsicht. Drohne? Drohne fliegt. Oh, vielen Dank.
So viel zum Thema Nummer kurz. Habe ich den wenigstens erwischt? Glaub schon. Ah, da ist auch noch ein Sniper. Mein Gott, ey. Na, machen wir es ein andermal. Machen wir das ein bisschen weiter. Ja, machen wir es ein andermal. Machen wir den Offscreen. Kurz mit dem Helikopter, kurz drüber landen, aussteigen, einsacken, weg. Tüm, 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 tüm. Ha. So, wo sagt er, wo müssen wir hin? Da. El Emisario plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus und Pak Katari will es verteidigen. Sie haben die Wahl. Aber wenn bei Sie den ihm helfen, Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Oder Yankee, hier ist der Heli. Ja, nee, ist klar. So weit weg schon wieder hingepackt, das Ding. Ich kann fliegen. Na denn? El Emisario plant einen Angriff auf ein lokales Krankenhaus und Pak Katari will es verteidigen. Sie haben die Wahl, aber wenn Sie ihm helfen, revanchiert er sich vielleicht. Na, dann sprechen wir mal mit dem Arzt. Und dann sind wir hier schon. War es noch lange nicht fertig? Wow. Wir haben gerade mal angefangen. Ja, ich dachte, wir wären aber schon fast fertig. Weil schon alles aufgedeckt. Dann werden die erst später freigeschaltet, die andere Missionen. Der rennt bestimmt nicht weg. Nö. ¿Qué tal, Kompass? Gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass El Emisarios Männer unterwegs sind. Wie sieht es hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diese Leute denn nicht gefreilich? Nur der Tod, Kumpel. El Emisarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Eingraben? Wir vermienen uns regelrecht. Lauf halt ein bisschen öffentlicher rum, Herr Doktor. Mal gucken, das erste Auto kommt. Wo er in Deckung geht, ey. Okay, das Auto. Konnte ich nicht abschießen, die haben vorher geparkt. Also die könnten theoretisch eigentlich nur von vorne kommen, oder? Hm, frag nicht. Immer davon aus. Ah, da kommt das nächste Auto. Und es fährt schon wieder da hinten hin, okay. Unidad kommt auch. Ich fass es nicht, von wem bin ich jetzt beschossen worden? Setze Drohne ein. Da hast du dir aber Zeit gelassen.
Macht sich toll hier. Wenn da ein dicker, fetter Berg ist, wo ich nicht hinten hinziehen kann, ey. Alle Tangos erledigt. Bereich sicher. Hier, Bowman. That was easy. Sieht so aus, als hätten sie die Kacke in Okoro zum Dampfen gebracht. Yep. El Sueño weiß von unseren Angriffen und will Blut sehen. El Jaju versucht, seinen Enkel zu decken, hat aber einen schweren Stand. El Sueño verlangt eine Erklärung von El Emisario. Und El Jaju versucht, eine Lösung zu finden, die seinen Enkel am Leben hält. Was heißt das für uns? El Jaju hat fast den ganzen Tag mit El Emisario telefoniert. Und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emisario steht im Regen und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Gut, das heißt, wir müssen ihn irgendwo rausholen. Ah, Endmission. Irgendwen? Ja, doch, so halb. Und Svenio will El Emisarios Kopf. Nicht mal El Jaju kann ihn erschützen. Bringen Sie El Emisario zu mir. Vielleicht ist er ja bereit für einen Deal. Kann mir einer erklären, warum wir El Emisario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Klar, knüpf das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emisario ist unwichtig. Bowman hat's auf El Jaju abgesehen. Wenn El Emisario verschwindet, braucht Suenio einen anderen Sündenbock. Er wird sich El Jaju zuwenden und wir bekommen die Gelegenheit, ihn zu schnappen. Verdammt. Wenn Bowman jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. Verdammt richtig. So sieht's aus. Ja. Erstmal gucken. Ich würde sagen, das sehen wir in einer anderen Folge, oder? Jep, aber ich gucke. Einsätze haben wir hier erst 4 von 6 und jetzt haben wir schon den König. Ja, das wird bestimmt so ein Teilding sein. Ja, so ein Doppelding. Nächstes Jahr bestimmt, dass wir den irgendwie... Ja. Hinbringen müssen oder ab. So eine Doppelmission. Ja, aber wie Wenzel schon meinte, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne?